Okay, Schatz. Adi, Schatz? Du hast ja noch Schlaf im Auge. Hast du Schlaf im Auge? Der Adi hat noch Schlaf im Auge. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Ich bin so müde. Heute wollen wir wieder ein Türchen aufmachen. Adi und der Adventskalender. Dafür fangen wir direkt mal an mit dem Adi seinem Kalender. Das müsste jetzt die Nummer 16 sein. Wir gehen also in die 16. Ich glaube, der Adi ist genauso müde wie ich. Der sitzt halt ganz brav in seinem Bett. Ach, in seinem... Guck mal. Ja, Baby. Der sitzt ganz brav in seinem Waschbecken drin. Das heißt, wir zögern nicht lang. Den versorgen wir jetzt hier mit besten Katzenkissen. Die sind auf jeden Fall wieder heller. Die sehen immer aus, als wären die mit Curry. So eine Curry. In der Currynote, Currypaste und Mandeln. Das ist bestimmt, weil es Hühnchen ist. Mit Hühnchengeschmack ist immer heller und mit Rind und so Zeug ist immer dunkler. Rind ist ja sowieso an sich kräftig. Wenn die das daran ausgemacht haben. Das war das Tütchen vom Zoo Royal Kalender. Jetzt muss ich mich aber zusammenreißen, denn wir haben ja jetzt noch das Tütchen vom... Was ist das überhaupt? Nix. Deswegen machen wir jetzt hier die Nummer 16 auf. Den von euch gesponserten für die Katz. Und schauen, was da drin ist. Wieder was zu naschen. Diesmal haben wir hier frisches Huhn und Kartoffeln light. Obwohl das ist ja auch Huhn, hat wieder eine ganz andere Farbe als die Hühnchen, die wir schon haben. Ei, Spaß bleibt hier, ei, guck. Das ist nur heute so, sonst geht das gesittet zu eigentlich bei uns. So, oder willst du sagen, ich ärgere dich immer. Na hier, bitteschön, dann gibt es für dich noch Huhn, frisches Huhn und Kartoffeln light. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Das ist der Adi Schatz, da mache ich gerne Platz, ne? So, wollen wir dich die restlichen Kartoffeln jetzt hier drin essen lassen? Da liegt sogar noch so ein Kissen von dem Ding davor. Und kommen wir hier zum verschlafenen Türchen Nummer 16. Das befindet sich hier drüben. Und jetzt erkenne ich auch ein Muster. Ja? Wir haben hier oben 5 weg, nochmal 5 weg, dann kommen 3 und dann immer 2 im Wechsel, dass hier eine Bahn besteht. Das heißt, wir haben hier 3 Runde, hier 3 Runde, hier 2. Das ist alles. Hier haben wir erstmal den Bären, der uns anguckt. Vielleicht ist es auch ein Basinger Biermanufaktur. Ich glaube, sowas hat man schon mal. Letztes Jahr in dem normalen. Okay, das hat man nicht. Hannes, halt dich fest. Das ist gar kein... Doch, hier ist es ein Löwe. Guckt euch mal oben den Deckel an. Das ist ein Deckel. Der ist weiß. Da steht Basinger Biermanufaktur. Und auf diesem weißen Deckel, wo drumherum das Zeug steht, ist ein silberner Löwenkopf, der glänzt und macht und tut und der sieht richtig gut aus, dieser silberne Löwenkopf. Dann haben wir hier oben so eine Banderolle drum, ne? Da steht Beisinger Biermanufaktur Kellerteufel. Was ist ein Kellerteufel? Ich kann ja mal kurz hinten zeigen. Guck mal, wie rot das schon ist. Das Teufelsbier. Beisinger. Biermanufaktur. Familie Teufel. Beisinger Kellerteufel. Naturbelassenes Pilz. Unter uns höllisch gut. Vollmundiges, feinherbes Aroma. Unverwechselbarer Charakter. Unfiltriert aus erlesenen Zutaten. Behutsam gebraut. Hat 4,8% und jetzt passt auf, wenn ich es rumdrehe. Guckt euch dieses Etikett an. 5 Punkte.
5 Punkte jetzt schon. Wenn das irgendwo steht, ich weiß, Hannes würde sofort zugreifen. Ich würde sofort zugreifen. Keller Teufel, ich würde direkt denken, das ist Chili Bier oder irgendwas. Ich habe leider nichts von Chili gelesen, aber dieser Hintergrund, dieses Rote, wo hier überall Schrift ist, hier steht die ganze Zeit im Hintergrund, ist alles voll geschrieben wie an der Wand des Wahnsinns. Dann Biermanufaktur, Keller Teufel, groß und gelb, Beisinger wird groß, klein, groß und oben drüber dieser teuflische, dämonische Teufel mit Koteletten, mit Hörnchen, mit Flammen drum, Biermanufaktur, naturbelassenes Pilz. Das sieht richtig genial aus. Das ist das beste Etikett. Das ist das heftigste Bier, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich hoffe mal, das schmeckt. Kriegt auf jeden Fall 5 Punkte für das Etikett. Wir machen es jetzt auf. So. Einmal öffnen diese Bottle. Und dann schläuchen wir den Teufel in das Glas. So. So, für Thumbnail, ne? Ihr wisst Bescheid. Da muss immer die Flasche quer drauf sein, dass man schon eigentlich vom Etikett was sehen oder erraten kann. Ah, ich sehe jetzt schon, das sind keine 5 Punkte bei der Farbe. Leider Gottes. Wir haben es aber geschafft, ein kleines Schaumkrönchen zu bilden, was uns gleich runterläuft. Deswegen am besten wir... Wir schlürfen das mal kurz ab. Es perlt, es zirkuliert, es sprudelt. Es sieht auf jeden Fall richtig belebt aus, richtig frisch aus, wie das hier hochgeht. Seht ihr das? Das ist ja wie eine Glaskugel im Winter mit Schneesturm. Das ist richtig brutal. Aber es ist leicht trüb. Und es ist mir leider viel zu hell. Das sieht halt so ausgewaschen aus, so blass. Das würde für mich nicht mal standardmäßig 3 sein. Das würde für mich jetzt nur eine 2 sein. Wenn es nicht so schön perlen würde und so extrem da drin abgehen würde, wenn da weniger los wäre im Bierglas, wäre es auch nur eine 1. Aber da ist voll Action, aber zu hell und leider nicht so glasklar, wie es vielleicht sein könnte. Der Schaum hat sich schon wieder neu gebildet, das finde ich richtig krass. Aber leider trotzdem nur 2 von 5 Punkte für die Farbe bei mir. So, kommen wir mal zum Geruch. Geruch 3 Punkte, ich rieche absolut gar nichts. Das heißt, es riecht nicht gut, es riecht nicht schlecht, es riecht komplett neutral. 3 Punkte. Das ist, glaube ich, fair, wenn man das so beurteilen kann. Und ja, wir beißen nochmal den Schaum ab. Beim Beisinger, heißt das Beisinger? Was Beisinger zum Schaum abbeißen? Der schmeckt auf jeden Fall sehr bitter. Das muss aber nichts heißen, das Bier könnte trotzdem noch gut werden. Wir probieren mal. Es hat eine leicht säuerliche Note, es hat eine leicht herbe Note, es beißt auch auf der Zunge, es schmeckt trotzdem so ein bisschen anders als der Schaum alleine natürlich. Es hat einen Nachgeschmack, irgendwie einen Nachgeschmack von irgendwas Fauligen. Ich will es nicht schlecht reden, aber das hat mich gerade an irgendwelches Obst erinnert, was schon eine alte schrumpelige Banane, die schon nicht mehr gelb ist, die nicht mehr grün ist, die schon richtig braun ist.
Also an sich kannst du das trotzdem irgendwie trinken. Das ist jetzt nicht so extrem herb, dass bei jedem Schlucken es dir komplett das ganze Gesicht verzieht. Du merkst eine herbe Note, das Bittere, bisschen Saures, ein Touch-Spülmittel, aber irgendwie hält sich das in Grenzen. Du merkst es alles, aber es ist nicht so schlimm, dass man es gar nicht aushält. Ist eigentlich sogar eine gute Sache, als wenn du was trinkst und gar nicht weißt, was ist das denn überhaupt. Ist also ein interessantes Kellerteufel. Das heißt, es ist trotzdem mindestens eine 3. Ich glaube, durch diesen komischen Nachgeschmack von alten, braunen, gammeligen Bananen wird es leider auch nicht auf eine 4 hochgehen, weil der Nachgeschmack ist das, was mich, glaube ich, noch am meisten stört. Wir bleiben einfach bei 3. 3 für das Beisinger Kellerteufel Biermanufaktur. Aber dieses Etikett ist einfach richtig genial. Das beste Etikett bis jetzt gewesen im Kalender. Oder wie seht ihr das? Hat euch ein anderes Etikett besser gefallen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber das sieht cool aus. Solche Biere hätte ich mir gewünscht für diesen Bad Santa. Der Bad Santa Special Edition, dass der im Prinzip 24 Biere hat, die irgendwie alle böse sind. Teuflisch, dämonisch, Kohlraben schwarz, schwarzer Humor, irgendwas, Endzeitstimmung, aber irgendwie auf lustige Art und Weise umgesetzt. Also das passt so gut hier in diesen Kalender rein wie kein anderes. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boah, Eis.